So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wo ist das Intro hin? Tja, ich habe inzwischen den Hauptfeind quasi rausgefunden, warum manchmal das Video laggt. Das ist das Intro, das bei mir live eingefügt wird und deswegen manchmal für Probleme sorgt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber es ist tatsächlich Marcus, der Fall. Und deswegen ist es eben so. Fuck, wo sind sie? In einem Auto. Sie fahren schnell. Und Marcus, irgendjemand verfolgt sie. Ich schätze, jemand will das, was sie wissen. Ich suche mir was Schnelles und schnapp sie mir zuerst. Marcus, sie entkommen. Du musst schneller fahren. Jo, ich bin dabei. Alles klar. Dann lassen wir uns ein schnelles Auto holen und die verfolgen. Sogar die Polizei ist hinter denen her. Nicht schlecht. Das ist mal jetzt komplett spontan hier gewesen. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Eigentlich wollte ich gerade sagen, hey, lass uns mal die Hauptmission machen. Aber wir fahren denen jetzt hinterher. Mal sehen, ob wir sie bekommen. Boah, ich habe keine Ahnung, wie wir die bekommen sollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn sie fahren schon nicht schlecht. Aber glücklicherweise wurde in diesem Spiel alles ein bisschen verbessert. Unter anderem eben auch die Fahrzeugsteuerung. Neutralisieren! Also die haben ja, wenn dann, mich jetzt gerade neutralisiert, oder? Nice. Da kommt übrigens jetzt gerade zum ersten Mal auch das neue Feature rein, wo ich hier so eine Verfolgungsjagd habe. Und zwar... Fancy! War das das jetzt schon? Geil, okay. Ja, da kam jetzt gerade mal dieses neue Feature rein. Und zwar kann man durch das, was ich mir freigeschalten habe, wenn ich an so etwas vorbeifahre, zum Beispiel die Polizei abschütteln will, kann ich einfach F drücken, wenn die Position gerade gut ist und dann werden die automatisch abgeschüttelt. Das ist so eine Fähigkeit, die du in Watch Dogs 1 sowieso immer hattest, hier aber nicht automatisch. Hier muss man sich das also erst freischalten und genau das habe ich gemacht. Und jetzt rase ich hier gerade von der Polizei hier weg. Ich weiß nicht, wie man diesen Spiel vernünftig abhängt. Pain Spray wäre zu meiner Antwort in Vice City gewesen. Hier kann ich das nicht auf Anhieb sagen. Ah, okay, man muss einfach nur... Okay, man muss lang genug nicht... Ups, ich verlor. Muss lang genug nicht in Reichweite von einem Fahrzeug von denen sein. Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, leicht ramponiert, aber herzlich willkommen zurück. Nach 2 Minuten Action mal kurz. Da drüben gibt's Kaffee. Eigentlich hätte ich jetzt die nächste Hauptmission gemacht. Wir trinken einen Kaffee, Leute. Das ist es mir wert. Alles klar. Was für ein kaputtes Auto. Es tut mir leid, dass ich hier von dieser armen, bedürftigen Frau ihr Auto klauen musste. Sie kann sich jederzeit wieder zurückholen. Ich möchte einen Kaffee. Bitte lass mir sagen. Weißt du, das ist hier ein Spieler für Nerds und Hacker? Also Leute wie mich. Ich möchte, dass es hier geilen Kaffee gibt. Haben die sich ein bisschen von Starbucks inspirieren lassen? Ich dränge mich mal vor. Kaffee trinken. Oh mein Gott, ich liebe euch, Alter. Wie geil ist das denn, ey? Er hat sogar irgendwas, das aussieht wie ein bisschen wie so ein iPhone, würde ich mal behaupten. Das heißt, da sind wir auch schon mal auf der guten Seite. Ja, das war's jetzt, oder was? Ich dachte, hallo, wir sind hier im Starbucks, da gehört es wohl dazu, dass man irgendwie seinen, oder 10 Donuts oder wie auch immer, da gehört es ja wohl dazu, dass man hier sein MacBook rausholt und ein bisschen anfängt zu hacken hier. Wow. Ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass ich keine bessere Grafikkarte habe, ey. Manchmal, wow, okay, ja. Aber wir machen weiter mit der nächsten Hauptmission. Das war jetzt spontan, aber es war irgendwie auch cool. Und zwar mit Cyberdriver. Wir könnten zwar auch Online-Sachen machen, aber die lassen wir erstmal beiseite. Sieh dir den Filmtrailer im Hackerspace an. Briefing, bla bla bla, Mission verfolgen. Es gibt 27.000 Follower, da wird also 100% irgendetwas schief gehen. Auf Karte anzeigen. Leute... Auch wenn ihr mich jetzt irgendwie scheiße deswegen findet, ich habe Bock mit diesem Auto, das hier steht, dahin zu fahren. Hat einfach mehr Stil irgendwie jetzt, als dahin zu laufen oder schnell zu reisen. Ich bin nicht unbedingt so ein großer Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, von den Schnellreisesachen hier drin. Weil irgendwie gehört es für mich da immer noch dazu, dass man zumindest ein Stück weit auch zu den Sachen tatsächlich hinfährt. Ich bin da wohl ein bisschen von alten GTA-Teilen ein bisschen verdorben. Ich meine, man muss es auch nicht übertreiben. Erinnert man sich zum Beispiel an Far Cry 2. Das war ein Spiel aus den Zeiten, wo ich wirklich noch... Oh. Yo, Retro. Hier ist so ein Primate-Arsch, der durch die Stadt heizt. Shit. Unternehmen die Cops irgendwas? Sie versuchen's. Zeigt ihnen doch mal, wie man das macht. Okay. Und das ist jetzt kein Fake-Event mehr oder sowas.
sondern das ist jetzt tatsächlich gerade ein anderer Spieler, der jetzt in unserem Spiel hier gerade drin ist, von den Cops verfolgt wird, nicht gerade gut, aber von den Cops verfolgt wird. Und das sieht man jetzt auch schon an der Entfernung, die er zu mir hat, denn das hier ist tatsächlich kein NPC, sondern ist echt. Und das ist ziemlich geil. Irgendwie finde ich es gerade ein bisschen schade, dass ich der Hauptmission nicht weiter nachgehen kann. Aber um ganz ehrlich zu sein, ihr seht auch schon wirklich, der hat enormen Abstand hier gerade. Und das ist auch nichts zu vergessen, wenn die Zielperson entkommt. Ja, sorry. Ihr seht ja hier an der Entfernung, ne? 320 Meter hier gerade. Ich komme quasi nicht dran, weil das ein anderer Spieler ist. Der ist natürlich nicht so dumm wie so ein NPC. So. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicher sein, dass es auch bei uns irgendwann mal so weit sein wird, dass wir irgendeine Mission machen. Dann werden wir von der Polizei verfolgt werden und dann werden auch andere Leute in unser Spiel einbrechen und versuchen, uns quasi festzustellen. Und das ist dann natürlich auch eine ganz andere Herausforderung. Also ich sehe schon, ihr wisst schon, auf was das hier hinausläuft. Das sage ich ja so gerne am Anfang von Let's Plays. Wir können, glaube ich, aufs Handy gucken. Haben neue Forschungspunkte tatsächlich und die möchte ich jetzt mal ein bisschen bedächtiger verteilen. Hier könnten wir als nächstes Robot Exploits machen und das bedeutet, erzeuge eine Ablenkung durch Roboter. Okay, das ist irgendwie sau cool, aber nicht unbedingt das, was ich mir jetzt gerade hier vorstelle. Wir gucken mal Social Engineering an. Da ist das nächste, dieser Hack bewirkt eine Störung, Handys zivilisten, bla bla bla. Okay, damit können wir Notrufe und so weiter ab, aber nur bei Zivilisten, wenn ich das hier gerade richtig sehe, oder? Okay, aber auch gut zu wissen, dass es sowas gibt. Ich müsste mir das mal alles im Kopf durchlesen oder in Ruhe durchlesen, was es hier eigentlich alles gibt. Fahrzeughacking, Fernsteuerung, Treffsicherheit, Botnets. Eigentlich finde ich Botnets ganz spannend. Erhöht die. Okay, das ist hilfreich. Das ist einfach viel zu hilfreich, glaube ich. Das ist so hilfreich. Das wird es noch so oft geben, dass uns diese Energie ausgeht. Das waren mir meine zwei Forschungspunkte auf jeden Fall wert. Aber zwei haben wir noch. Basteleien ist natürlich auch sehr spannend. Wir können ein Elektroschockgerät, das wir werfen können. Ja, das finde ich nicht so cool. Dann gucken wir ja doch lieber nochmal. Ah, Mann, was machen wir denn jetzt? Du, Fernsteuerung, was gibt's hier? Okay, nee, ich glaube, ich mache mal das mit den Robotern. Das finde ich gerade spannender. Das war auch gerade irgendwie... Oh nee, das kostet mehr Punkte. Scheiße. Mann, was mache ich denn jetzt so auf die Kürze? Ich möchte jetzt auch nicht langweilen, indem ich hier lange nachdenke. Wir gehen... Was ist Treffsicherheit? Oh, das brauche ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwann mal noch. Wir nehmen dieses Update. Dann kann ich schneller nachladen. Was, glaube ich, vor allem für eine Waffe, die wir öfters mal einsetzen werden, ganz hilfreich ist. Alles klar, oh, das war der Bürgersteig. Sind wir weit von unserem Ziel entfernt, sonst, ach, ich hab jetzt diese Hauptmission dadurch wieder vergessen, oder was? Cyberdriver, Mission verfolgen, Mission wird verfolgt, auf Karte anzeigen. Genau, nachdem ich jetzt hier schon so lange gebraucht habe, reisen wir jetzt per Schnellreise hin. Und ich hoffe, dass man direkt ins Hauptquartier auch reinkommt, wenn ich da drauf geklickt habe. Ja, kommt man. Glück gehabt, weil dieser ganze Weg rein, der wäre echt sehr nervig gewesen. Das habe ich mir schon gedacht, dass es genauso läuft. Okay, Cyberdriver, was geht ab? Erzähl mir was. Hinter den Kulissen geht es verdammt krass her. Das weißt du, sonst wärst du nicht hier, oder? Kann man so sagen. Okay, wir haben dich hier. Follower laden unsere App. Wir machen das Zeug publik. Wird schön, endlich mal zu sehen, was zum Geier da los ist. Alles klar, du solltest dir vielleicht einen anderen Lidschatten suchen, aber deswegen bin ich nicht hier. Wie geil er immer erst die Kopfhörer rausnehmen muss. Hipster. Yo, Marcus. Hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit.
Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver! Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normaler KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyberdriver! Actionheld vom Feinsten. Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. Ist das saugeil, Alter. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Ach ja, das erinnert mich ein bisschen daran, wie als RTL mal einen Bericht gemacht hat hier über die stinkenden Gamer. Es ist genau dasselbe. Kann man auch in der Mission Schnellreise benutzen? Offenbar nicht. Sehr gut. Immerhin da ist die das Spiel konsequent. Auch wenn das hier, dieses immer währende Öffnen und so weiter, echt ein bisschen sehr nervt. Nice, ey. Also, was fällt euch ein, einen Film über uns zu drehen? Ihr habt eigentlich keine Ahnung. Fragt doch lieber mal uns. Das ist gut gemacht. Gefällt mir mal wieder. Gut, ich möchte mich jetzt aber tatsächlich nicht mit allen hier unterhalten. Die haben wahrscheinlich nur langweilige Geschichten zu erzählen, die mich eh nicht interessieren. Ich möchte lieber ein schnelles Auto. Zum Beispiel das da drüben. Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen? Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen... Tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DeathSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Das ist so herrlich, wie er ihn gerade auf den Arm genommen hat. Ich hoffe, dass wir solchen Humor hier noch öfters sehen werden. Ja, und wenn der Film Flop ist, dann muss man was dagegen tun. Ein bisschen so wie aufgeschreckte Fans von No Man's Sky. Au. Ups. Was ist denn jetzt gerade passiert? Oh nein! So, kurzer Cut.
Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich ein Tool habe, das die mittlere Maustaste verwendet. Und wenn man dann mit der mittleren Maustaste hackt, was ich immer noch ein Unding finde, ja, dann passiert eben sowas. Also nochmal von vorne, dieses Tor bitte auf. Ich dachte, ich kann es einfach so einfahren. Und dann rein hier. Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Hübsch. Missionsziel erfüllt. Hacke dich da rein. Okay, alles klar. Kopfhörer an und los geht's. Ich hätte gern mein Auto. Warum durfte ich das nicht mit reinnehmen und warum ist es despawned? Fragen über Fragen. Ich finde das vor allem immer toll, dass wir uns jetzt gerade hier reingehackt haben, quasi durch die Tür, die aufgecode knackt. Und hier kümmert sich einfach keiner um uns. Das ist genauso wie bei diesem Rapper, den ich da gehackt habe. So, ich bin da, hab mich neben ihn gestellt und... Ja, erst da drüben ist Sperrgebiet. Na endlich. Gelangen mit dem Jumper an für Markus nicht erreichbare Orte. Der Jumper kann mit Objekten und Sicherheitsterminals interagieren. Ah, jetzt beginnt das eigentliche Spiel. Denn hier komme ich offenbar nicht oder sollte ich nicht rein. Denn das hier ist Sperrgebiet, wenn ich das richtig sehe. Okay, Leute, ich bin drin. Ja, genau. Das hier ist Sperrgebiet. Und ich sollte jetzt irgendwie unerkannt bleiben und da rein. Ha! Alles klar, ihr habt ja Nerven. Komme ich da eventuell durch? Geil. Wie geil ist das denn, Alter? Okay, ich sehe schon, auf was das hier hinausläuft mit dem Jumper. Ist ja episch, Alter. Bloß nicht erwischen lassen. Ansicht ändern. Z. Ah, passiert automatisch. Okay, da hinten steht einer. Und ich muss aber hinter den. Kann ich eventuell... Kann Verstärkung rufen. Tschüss. Es gibt keine Zufälle. So. Jetzt ist der hier ein bisschen unschädlich gemacht. Die Frage ist... Das wollte ich gar nicht. Hey! Die Frage ist... Löst das... Ja, okay. Das löst jetzt einen Großeinsatz auf, aus. Aber kein Großeinsatz, der uns nicht unbedingt in den Kram passt, oder? Das hier muss nicht in Gewalt enden. Hey! Menschen sind Arschlöcher. Er hat uns abgehängt. Los, sammeln wir uns beim HQ. Ich frage mich gerade, ob das gut ist, was ich mache. Aber dadurch... dass momentan hier zumindest keine Wachen sind, wo ich bin, kann es so die schlechteste Idee nicht gewesen sein. Ich muss es halt da rein. Und so wie ich das auch mitbekommen habe, sowohl auf der Gamescom als jetzt auch auf den anderen Präsentationen, gibt es wohl nie den einen richtigen Weg, sondern immer mehrere. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das interessiert mich relativ wenig gerade. Dankeschön. So. Nice. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay, alles klar. Das war Teil Nummer Uno. Und jetzt... Ich hab es. Wir haben das ganze Skript von Cyberdriver. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich da hoch, ha? Na gut. Hey! Hey, Sie! Das ist so geil einfach. Oh Mann, das ist so herrlich. Sieht er mich? Nein, er sieht mich einfach nicht. Der kann mich gar nicht sehen. Wow. Alter, ernsthaft? Ach du Scheiße, ey.
Das hatte ich nicht gedacht. Ich stand doch da drunter. Der kann mich unmöglich da entdeckt haben. Naja, wir haben immerhin die Hälfte von dem Zeug haben wir bereits. Und das ist interessant. Der Bot regeneriert sich automatisch. Also irgendwie ganz eigenartig. Ich könnte da natürlich von Hand reinlaufen und mir die Sachen holen. Ich frage mich, ob das eine bessere Idee ist. Was habe ich denn für Waffen? Doch, ich könnte da jetzt reinlaufen und tatsächlich einfach alles und jeden abknallen und die Sachen holen. Ist das klüger? Wir versuchen es noch einmal mit dem Bot. Wenn es nicht klappt, dann machen wir einen Amoklauf hier. Okay, Hauptsache, die kommen nicht raus. Ich habe die halt aufgeschreckt wie sonst was, dadurch, dass ich halt den Typ und die Tür dahinter gesprengt hat. Aber auf Anhieb ist mir keine bessere Lösung eingefallen und ich wollte mich da jetzt nicht so lange rumschleichen. Deswegen habe ich das so gelöst. Komm schon, reparier dich. Das ist ja echt cool, dass das so funktioniert. Und das Lustige ist auch, die werden überhaupt nicht misstrauisch. Okay. So. Wir betreten erneut ein Sperrgebiet und offensichtlich war da oben nicht die Lösung. Das heißt, wir müssen hier nochmal rein. Hier einmal durch. Ah ja, und das Coole ist jetzt, wir sehen auch schon die, die wir gerade eben gesehen haben. Und hier scheint noch relativ sicher zu sein. Okay. Z, Sicht ändern, hallo? So, jetzt nice. Denn, genau, ich brauche was ich so nicht bekommen kann. Ich brauche nämlich die Kamera da hinten. Damit ich mich einfach mal hier kurz ein bisschen umgucken kann. Da hinten bin ich. Da oben ist noch eine Kamera. Und da hinten muss ich hin. So. Da oben sind die. Ist hier irgendwo noch eine Kamera? Da ist eine. Boah, stehen hier viele Autos. Da ist noch eine Kamera. Mhm, da oben ist noch eine Kamera. Wahrscheinlich muss ich mich tatsächlich physikalisch zu einer Position bewegen. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Und jetzt bin ich wieder hier. Okay, alles klar. Ich würde gerne irgendwo was auslösen, was die dahin lockt. Und dann würde ich gerne irgendwie da hochfahren, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss unten lang. Alles klar. Wir gehen noch mal ganz schnell mit der Kamera hin. Ich würde jetzt ungern nochmal entdeckt werden, weil sonst muss ich die alle töten. Habe ich ja gesagt. Ja doch, das machen wir so. Alles klar. Dann bewege ich mich mal mit den Kameras dahinter und hier kann man doch sicher irgendwas... Habe ich die jetzt damit angelockt? So stand es zumindest im Lehrbuch, weißt du? Okay, na gut, dann halt nicht. Dann müssen wir eben von Hand dahin, das heißt, wir rollen hier seitlich dran vorbei, da hinten irgendwie durch und hier wieder runter. Keine Ahnung, ob das gut funktioniert, aber es ist eine Möglichkeit. Ich habe jetzt auch gerade nochmal eine Tür aufgemacht. Die müsste ja irgendwo an der Seite liegen, ne? Auf der anderen Seite theoretisch müsste ich jetzt gerade eine Tür geöffnet haben. Hier ist kein Sperrgebiet, hier kann mir eigentlich niemand was. Das kann ich echt nicht gebrauchen. Irgendwo muss ich eine Tür aufgemacht haben. Das hat man gerade deutlich gesehen, dass es da nach draußen ging. Also muss ich theoretisch jetzt tatsächlich irgendwo in diesen Laden hier reinkommen können. Das wäre natürlich auch noch spannend, wenn man irgendwie sowas über die Kameras löst und dann einfach selbst einbricht. Ah ja, genau, hier. Diese Tür habe ich gerade aufgemacht. Ich würde gerne meinen Jumper jetzt bei mir haben. Das ist ja mal ziemlich cool. So, wir sind auf jeden Fall außerhalb vom Sperrgebiet. Ich würde mal sagen, Kommando zurück. Die Strecke, die wir hier gerade gefahren sind. Kommt er jetzt automatisch zu mir? Ja, Tatsache, man kann ihn so einfach zurückrufen, das ist ja easy. Ja, das bedeutet, wir können ihn jetzt hier reinjagen. Und haben einen nicht kleinen Teil der Mission vielleicht vereinfacht. Das ist ja mal geil, ey. So. Ich muss hier irgendwie hoch. Wir gehen nochmal auf die Kamera, um zu gucken, ob hier safe ist. Da kommt ein Sicherheitspersonal. Okay, dann schnell hier weg. Der darf uns da oben nicht entdecken. Aber der ist auch ein bisschen treu doof und läuft wieder zurück. Alles klar. So, ich nehme an, das Ding hier muss ich hacken. Und jetzt bin ich drin. Na komm, nimm mit die Scheiße. LOL.
Na bitte. Ich hab die E-Mails. Nice. Die nicht so geheimen Mails. Okay, ich hab dann wohl alles. Was ist mit dem Auto? Ist nicht hier. Wir müssen es wohl irgendwie anders finden. Ich hau jetzt ab. Hey Leute, ich hab eine Mail, in der steht, dass sie das Auto irgendwo hinbringen. Nur leider nicht wann und wohin. Ist schon okay. Ich glaube, ich habe einen Plan B. Das ist ja mal ziemlich cool jetzt hier gerade. Tatsächlich konnte ich das Ding einfach so zurückrufen. Das war gar keine große Sache. Nice. Also die Idee, dass ich jetzt einfach quasi, ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal schnell hier außerhalb, anstatt dass ich mir jetzt hier noch irgendwelchen Ärger einfange und dann deswegen irgendwie auf einen früheren Checkpoint geworfen werde. Typische GTA-Technik könnte man auch sagen. Ich finde es relativ spannend, dass ich tatsächlich quasi eine Tür öffnen konnte, mich dann selbst umpositionieren, das Ding zurückrufen und von dort aus reinfahren und so den kompletten, ja wirklich einen kompletten Teil der Mission überspringen, wo ich sonst irgendwie aufwendig hätte zwischendurch fahren müssen. Gefällt mir. Und damit haben wir offensichtlich auch die Mission abgeschlossen. Ist das wirklich so? Kommt hier nochmal irgendwie Chatverlauf oder so? Reden die mit mir? Es gibt auf jeden Fall Follower. Das ist schon mal klar. Und jetzt erzähl mir was. Marcus, ich kenne einen Paparazzo, der weiß, wo der Wagen ist. Er wartet auf dich. Wir geben ihm, was immer er aus dem E-Mail-Dump haben will. Du kannst ihm trauen. Okay, du hast Paparazzi-Kontakte? Gibt es jemanden, den du nicht kennst? So bin ich. Jeder kennt und liebt mich. Also das würde ich jetzt aber so mal nicht behaupten. Ich finde die ziemlich dumm. Aber wir haben auf jeden Fall die Mission tatsächlich abgeschlossen. Ich kann jetzt mal schnell hier reingucken. Genau, Cyberdriver. Haben wir den ersten Teil tatsächlich geschafft jetzt hier. Und der zweite Teil der Mission, den man dann auch hier sieht, ist, dass wir uns jetzt mit dem Paparazzi treffen müssen. Das machen wir aber nicht mehr heute. Wir haben es geschafft, mit einem Jumper in ein Sicherheitsgebiet einzudringen und sind auch... Hey, wir sind gar nicht gestorben bis jetzt. Oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ist da irgendwas schiefgelaufen? Die haben halt einmal meinen Jumper zerstört, aber ansonsten... Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge. Manchmal muss man auch noch Spaß haben. Das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und tschüss.